beginnend am Neusiedlersee, wo man an wunderbare Zeiten anzuknüpfen versucht. Wenn die Prominenz zur Premiere nach Mörbisch pilgert, so kann sie das mittlerweile ohne mulmiges Gefühl im Bauch tun. Die berüchtigten Begrüßungsansprachen von Harald Serafin sind mittlerweile nämlich Geschichte. Ich habe hier die schönsten Jahre meines Lebens verbracht. 20 wunderbare, herrliche, verärgerte Jahre. Alles war drin. Die Leute auf der Bühne haben über die Befindlichkeiten mancher Ehrengäste sowieso stets großzügig hinweggelächelt. Ich habe da kein Problem, weil da vorne die Großkopferten in der ersten Reihe sitzt und vielleicht uns da irgendwie in diesem Zapfel reinschaut. Ne? Na. Was uns zur heurigen Operette auf dem Spielplan führt, es ist wieder einmal Emmerich Karlmanns Gräfin Maritza, die in 6 Jahren 100. Geburtstag feiert. Diese Maritza ist wunderbar, weil die Maritza sehr echt ist, weil die Maritza nicht neu ist, sondern die Maritza, die bis jetzt so viele Jahre so wunderbar gelaufen ist und läuft, so gespielt wurde, wie sie gespielt werden muss. Ich versuche, meine Maritza so zu gestalten, so wie ich mich sie vorstelle. Also natürlicher wie möglich. In Mörbisch gilt auch heuer, alles dreht sich, alles bewegt sich und die größte Geige der Welt spielt hier tatsächlich alle Stücke. Man kann es hier präsentieren, die Operette, die Maritza, wie sonst in keinem Theater möglich. Und das versuchen wir auszuschöpfen, den Platz zu nutzen, die Breite der Bühne, das Ambiente, den See hinten, den Schilfgürtel hinten. Und ich hoffe, das Publikum wird das auch gutieren und schätzen.